Hallo, mein Name ist Tobias Haase. Ich bin Leiter der Kita Villa Kunterbunt. Hi, ich bin Stella von der Villa Kunterbunt. Hallo, mein Name ist Susanna Schlegel. Ich bin Erzieherin in der Kita Villa Kunterbunt in Kirchheim-Bolanden. Wir sind mit dem Thema Sag ja zur Biene, eine ganze Stadt kämpft für die Biene beim Be Better Award angetreten. Ich bin auf die Webseite von Be Better gegangen und habe das an dem Team vorgeschlagen und wir haben gesagt, wir bewerben uns da und wir wollen ein ganz großes Ding draus machen. Das Bienenprojekt bedeutet für uns Vernetzung, die Öffnung nach außen, den Austausch mit den Eltern, mit den Kindern. Auch für uns als Team hat es enorm viel gebracht, hat Lebendigkeit wieder in den Alltag gebracht. Und das ist das, was wir in unserer Bildungsarbeit auch erfolgreich bewältigen wollen. Wir möchten die Leute hier in unserem Ort dazu animieren, etwas für die Bienen zu tun. Wir möchten unsere Kinder sensibilisieren, das Thema Naturschutz etwas näher in den Fokus zu rücken. Wir haben uns beim Be Better Award deshalb beworben, weil wir unseren Beitrag leisten wollten zur nachhaltigen Bildung und weil es uns vor allen Dingen motiviert, dieses Thema nachhaltig zu bearbeiten. Wir finden es ganz toll, dass wir als kleine Gruppe, die damit angefangen hat, ganz viel bewirkt haben und eine Stadt jetzt auf uns zukommt und wir auf die Stadt zukommen können und einfach sich auch dafür interessieren, dass die Bienen weiterleben. Wir möchten das Projekt so fortführen, dass wir unseren restlichen Garten nochmal neu gestalten, Pflanzen neu setzen, uns weiterhin vernetzen im Ort, Grundstücke zu bewirten oder dann das ein oder andere Bienenvolk anzuschaffen, um weiterhin den Fokus auf das Thema zu lenken. Wir sind der Kindergarten Villa Kunterbunt. Sag ja! Ja! Ja zur Biene! Ja.